geht ab? Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Wir machen hier den nächsten Part des Kapitels. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten, Support. Wisst ihr, ist kein Mord, und jetzt begrüßen wir mal unsere schicke Gäste. Hab hier schon mal ein bisschen vorgespielt, ein paar Nebenmissionen gemacht. Hoffe, da seid ihr mir nicht böse drum. Wenn ihr die Nebenmissionen auch sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren ran. Komm, die 10 Likes dürften eigentlich klar gehen, oder, Leute? Geht doch was. 10 Likes pro Folge. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oh. Ja. Weiß ich nicht, was ich mache. Egal. Hab gemacht tot. Ha. Wie frech. Wie frech bist du denn? Einfach hier mit Pfeil auf mich schießen. Hat ein bisschen gedauert. Oh. Komm mal her. So. Gegen den Speer haben die so keine Chance. Aufgeladener Schlag. Bringt auch nicht so viel. Das ist hartnäckig, ja? Aha, wenn er so ist, kann man den nicht blocken, okay. Mein Gott. Der war hartnäckig, du. Was will er machen? Oh! Oh, shit. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Nein. Das gehört einfach dazu. Dann bist du genau der Söldner, nach dem ich suche. Okay. Jetzt kommt's. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Jo, danke. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Ja, würde ich mal sagen. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? Richtig. Warum bist In du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, was ich suche, hier ist. Hä? Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Moment, ich will noch plündern. Darf ich noch plündern, bitte? Nein, ich darf nicht plündern. Das ist mies. Din, 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 din. Was geht ab? Und wir warten wieder hier. Ladezeiten von Assassin's Creed sind wieder da. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Elpenor. Und was deinen Namen was angeht, für einen Namen? Ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Ein Wesen? Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Okay, Opa, was geht? Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Okay. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Oh, shit. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Ja. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen.
Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Okay. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Warum laufen die eigentlich einmal alle halb nackt rum? Oh, oder dieses Gewand da? Versag nicht. Penelope's Totentuch. 222 Meter. In welcher Richtung, mein lieber Freund? In dieser. Okay. Können wir schwimmen? Oder das Boot da benutzen? Schwimmen können wir. Boot benutzen geht auch, oder? Kommando übernehmen. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Okay, okay, boah. Hier geht's ab. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Okay. Dann raus jetzt. Raus. Raus. Das sieht allerdings auch sehr nice aus. Jetzt nicht seine Unterhose, sondern das Wasser allgemein. Gut hinbekommen. Mit den Fischen auch nice. Mussten wir uns jetzt mal kurz gönnen. Da hat das aber schwer gehabt. Aber hier ist auch noch ein Schatz, was hier nicht alles gibt. Schatzplündern 2. Da ist auch noch ein Schatz. Aber wir nehmen uns hier die beiden Schätze erstmal vor. Und dann holen wir uns das Leichentuch. Von Penelope. Let's go. Alte Kletterkünste sind wieder da. Komisch, dass hier keine Elf, obwohl hier ein Schatz sein soll. Ja, moin. Achso, hab schon gedacht. Okay. Das ist das falsche Haus. Oh nein. Autsch, das ging mir voll auf die Klinge. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. Kephallenia. Nein, jeder, der den Stream gesehen hat, weiß ja auch, was ich da unter verstanden habe. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rechts entlang, holen uns den Schatz und dann holen wir uns das Tuch. Dann räumen wir hier mal auf. Loot muss sein. Schönes Ding. Zack. So, suchen wir die Truhe. Antike Tafel finden. Wo soll ich denn eine antike Tafel finden? Das ist ja erstmal zweitrangig. Shit. Aufgeflogen. Oh. Mein Gott. Hartnäckig. Zack. Die haben ja gar nichts drauf. Warum sind sie überhaupt hier? Die können ja gar nichts. Was wartet er? Ist er am Kacken oder was ist mit dem los? Tschüss. Boah. Voll die Birne weggekrallt. Alter Falter. Guter Schuss.
würde ich mal sagen. Komm mal her. Pfeile sind kostbar. So. Können wir uns hier nicht hier per Flugkill holen? Oh shit. In Fleisch und Blut. Oder in Oh shit, das ist ja. Holen wir jetzt ihn noch. Na komm, für jeden was dabei. Oh mein Gott. Wie er sie vernichtet. Hier ist noch was. Mal schnell gucken, ob wir die Tafel sehen können. Nee. Wer weiß auch, wo die ist. Icarus ist nicht verfügbar, alles klar. Ja, wenn das war's komplett. Oh, ich nehme mal Schaden, die armen Knöchel, ja. Nee, nicht aufheben. Ach. Wirf! Auch nicht, okay. Dann nicht. Na, hör auf, dich zu ducken, Mensch. Ist doch keiner mehr da. So, holen wir uns noch. Da ist das Boot. Holen wir uns noch den Schatz hier. Was ist das denn? Ein Manta-Rochen. Nennt sich doch Mantas, oder? Ja, ja, Schatzplündern weiß ich. Muss aber erstmal hin. Ah, boah, Todesquallen hier. Am Start. Wie schwimmt man schneller? Steht hier. Yeah, das Schiffswrack. Oh, komm doch hoch da. Mensch, haben wir nicht so viel Luft. Sind aber weit rausgeschwommen. Ah, okay, so schwimmt man schneller. Das mit den Wellen ist auch geil, weil man sieht richtig, wie er dagegen ankämpft. Seht ihr das? Wenn die Welle bricht. Hallo? Hallo? Bobo? Alle nur am Rumjammern hier. Mann, 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 Mann. Nee, bestehen wir nicht. Kurz hier noch eine Quest? Keine weitere. Okay. Okay. Was geht jetzt ab? Alexios, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner. Oh shit. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Okay. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Hm. Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du?
Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Außer, dass er ein Feldherr ist? Das ist das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Okay. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Nö. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Ich hab doch ein Boot, das habe ich mir noch gekauft. Shit. So, okay, Leute. Moment mal. So, sorry dafür. Wir beenden jetzt hier den Part. Vielen lieben Dank. Sorry nochmal fürs Telefon gerade. Echt nervig. Supportet das Ganze, das wäre nice.